Jo Leute, was geht ab? Ich bin am Start und herzlich willkommen zu einem etwas ernsteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ich will euch heute mal so ein bisschen erzählen, was mir in letzter Zeit passiert ist, weil es nicht unbedingt schöne Sachen waren. Viele wundern sich ja generell, warum ich jetzt auf einmal hier sitze und nicht mehr zu Hause und so weiter. Und das wollt ihr heute einfach mal alles beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang an und viel Spaß in dem Video, Leute. Ja Leute, wie man schon sieht, anderer Hintergrund, ich bin umgezogen und zwar in meine erste eigene Wohnung. Ich bin jetzt ein paar Orte weiter wie damals gezogen, habe auf jeden Fall jetzt eine freshe 200.000er Leitung und kann auch mal ohne Probleme Videos aufnehmen und hochladen, was schon nice ist, da ich vorher eine 2000er Leitung habe. Grüße gehen raus an dich, ja? Auf jeden Fall klingt alles so ganz nice, aber momentan läuft einfach alles schief, was mit der Wohnung, mit dem Ort oder irgendwas zu tun hat. Angefangen hat das Ganze, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, damit, dass wir die Wände hier neu gestrichen haben. Dann hinten im Flur habe ich so eine mega hohe Decke mit so Holzteilen, aber ich kann euch mal Bilder einblenden. Auf jeden Fall habe ich da ganz oben gestrichen und bin einfach runtergefallen. Das Ding ist, das ist so wieder so typisch ich. Ich habe die Leiter halt nicht so eine Standleiter benutzt, sondern einfach meine Leiter oben dran gestellt, unten dran. Meine Freundin hat festgehalten und ich habe oben angefangen zu streichen und zu kleben. Und dann ist die Leiter dann einfach unten weggerutscht und ich bin einfach 3,50 Meter runtergefallen und konnte einfach erstmal 2 Tage lang nicht mehr gehen. Das war auf jeden Fall schon ganz fresh. Meine Videos machen konnte ich natürlich immer noch, aber meine Laune war schon ziemlich angeschlagen. Aber ja, Leute, wenn das schon alles gewesen wäre, wäre es ja nice gewesen. Der ganze Scheiß ging dann weiter, als ich irgendwann abends, wir hatten schon so ziemlich so alles eingerichtet hier, auf die Idee kam, wir brauchen unbedingt noch Klopapier und bin einfach nachts noch, oder was heißt nachts, aber so gegen 9, 10, bin ja nochmal los in Kaufland. Hab mich dementsprechend in mein Auto geschwungen und bin losgefahren. Aber ihr müsst wissen, ich habe einen BMW, BMW hat einen Hinterachsenantrieb, also sprich nur hinten wird angetrieben und das Auto kann relativ schnell ausbrechen. Auf dem Heimweg bin ich dann so eine kleine Kurve und dann war eine ganz lange Gerade einfach entlang gefahren. Und mein Auto hat hinten voll angefangen zu wackeln. Ich habe mehrfach gegengelenkt und bin einfach volle Kanne in die Leitplanke gefahren. Mein Auto hat einen kompletten Totalschaden. Mir ist Gott sei Dank gar nichts passiert, was eigentlich wieder fast ein Wunder war, weil nicht mal meine Airbags aufgegangen sind. Aber ja, damit war mein Auto auch komplett kaputt. Das Krasse war einfach, dass die Polizei Bilder gemacht hat, dass in der Zeitung stand und die direkt geschrieben haben, ja, Junge, beschleunigt ganz stark und bla bla bla. Obwohl da sogar noch eine Zeugin war, die alles gesehen hat, weil sie außerhalb vom Auto stand und sogar noch meinte, ich wäre ganz normal gefahren. Ich meine, ich rast ja auch nicht wie ein Behinderter da entlang. Ja, Leute, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, mein Auto war kaputt, was schon ziemlich, ziemlich kacke war. Aber Leute, so wie man mich kennt, mir passieren dann nicht nur 2 Sachen, sondern da kommt noch eine dritte dazu, und zwar mein Handy. Jeder weiß, ich habe ein iPhone 6 und genau einen Tag nach dem Unfall bin ich halt nach Hause gekommen, habe wieder ein paar Sachen so geholt. Ich denke mal, ihr kennt es ja, wenn man neu irgendwo einzieht, packt man sich alles zusammen und geht damit halt die Wohnung hoch. Ich hatte meine Hände voll beladen und mein Handy oben drauf. Als ich da oben angekommen bin, habe ich so in die Tasche gegriffen, wollte meine Schlüssel rausholen und mein Handy ist runtergefallen. Das Ding ist, mein Handy ist halt nicht nur ein Stockwerk runtergefallen, sondern 3 Stockwerke von ganz oben bis in den Keller. Sie geht auf jeden Fall raus an das Display. Klappt sogar noch, wenn man drauf drückt, Leute. Diese leichten Striche ist die neue LED-Funktion von iPhone, Apple, ja. Auf jeden Fall richtiger Abfuck. Mein Handy war auch freckt. Und somit habe ich einfach innerhalb von einer Woche irgendwie so viele Sachen verloren, mir fast mein Bein gefreckt und keine Ahnung was. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Deswegen, ich wollte mich einfach mal entschuldigen, dass nicht so viele Videos in letzter Zeit kamen. Mir kam einiges dazwischen, habt ihr ja gerade schon gehört. Aber ab jetzt geht's wieder richtig los. Ich habe jetzt wieder heute zum Beispiel mit Danergy aufgenommen und das wird richtig cool, Leute. Meine Wohnung ist soweit auch eingerichtet. Demnächst kommt nochmal eine Roomtour. Und dann würde ich sagen, Leute, freut euch auf jeden Fall drauf. Ab jetzt wieder jeden Tag Videos. Ich setze mich jetzt mal wieder voll dahinter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video. Haut rein und Leute, hoffentlich passiert mir nicht noch mehr Scheiße, Mann. Ciao.